So, was geht ab YouTube zu einem Video auf meinem YouTube-Account? Heute reagieren wir auf Montana Blacks neues Gaming-Ecke-Zimmer oder neues Haus, keine Ahnung, wie man das immer nennt. Zentrale gebaut. Raton und Montana Black. Ich glaube, ihr kennt Raton, das ist ein, er macht gute Videos, wenn ich euch ehrlich bin. Er macht so diese Gaming-Sachen, erklärt auf, was gut ist, welche Produkte sich lohnt und so. Also ich habe ihn auch abonniert, er macht sehr guten Videos, was es angeht. Also, wenn ihr euch beschäftigt über diese Gaming-Sachen, könnt ihr auch vorbei gucken bei ihm. Und ja, lass uns gucken bei Montana Blacks, also hier bei Ratons, bei Neue Zentrale und ja. Und Soweit. lasst ein Like, ein Abo da und fragt mein Credit Card bei Fortnite und lasst jetzt loslegen. Wir sind, wie ihr es uns schnell erkennen könnt, hier in der Halle angekommen und machen So. das eine Streaming-Projekt. Und dafür haben wir da Monte persönlich. Das war ein schöner übrigens. Wir machen auf jeden Fall deine Halle fit. Haben wir im Vorfeld schon alles besprochen. Du hast ein bisschen was gesehen. Klar, da habe auch schon ein Video dazu veröffentlicht gehabt. Das, was du schon gesehen hast. Erstmal, was sagst du dazu? Ich bin sehr gespannt auf das Projekt. Aber so prinzipiell erstmal cool. Ja, wir haben uns zuvor durchgekackelt, die Ideen so ein bisschen ausgetauscht. Und das ist natürlich nochmal komplett was anderes, auch von der Akustik und ähnliches. Ist ein großes Projekt, ja. Ich bin mega gespannt, wie das mit der Akustik wird, weil da haben wir auch einiges vor. Also, wir haben gesehen von Video von MIFCOM, die haben auch hier diese Gaming-Sachen da reingestellt. Aber jetzt kommt Rato, macht die ganze Zimmer so ein bisschen dekorieren und dies und das und sieht schon geil aus. Ich habe auch ein paar gesehen, so. Und er hat auch gestreamt. Vor. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr viel vor und wir machen das Ganze so, du ziehst ab, ich ziehe jetzt ab. Wir machen alles fertig und wenn wir fertig sind, kommst du wieder. Das ist Wir der haben Plan. einen vernünftigen Plan. Ne? Warum wir? Hat so ein bisschen Pimp My Ride-Feeling. Ja, genau. So. Wanna be a player, but your wheels ain't fly. Dann würde ich sagen, Freunde, wir legen jetzt los. Und ihr bekommt ein bisschen was zu sehen. Wir haben jetzt Tag 2. Gestern haben wir natürlich nichts gemacht. Wir haben auf den Basti gewartet. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, ist cool. Denn Basti übernimmt die Akustik. Ich bin ein bisschen skeptisch, sage ich euch ganz ehrlich, weil ihr hört das wahrscheinlich auch über die Mikrofone. Ja. Aber du hast gesagt, das ist gar kein Problem. Easy. Also man muss das halt ausrechnen, wie viel brauche ich im Verhältnis zum Raumvolumen. Das ist immer der physikalische erste Schritt. Du musst die richtige Menge im Verhältnis zum Volumen einbringen. Wenn wir das machen, dann sollte die Akustik top sein. Okay. Weil die Nachhaltzeit reduziert sich. Du meintest auch um die 80 ja. Quadratmeter, 90 Wir Quadratmeter, was bringen, wir an Akustik jetzt ja, anbringen. Wir bringen 85 Quadratmeter. Okay, haben wir dabei. Also, das ist genau. auf jeden Fall eine Menge. Ja, und wie du das gerade schon gesagt hast, der Nachhall sollte verschwinden und Geräuschreduzierung. Lautstärke halbiert und Nachhallzeit weg. Es klingt krass. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde, wie das später wird, weil ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Aber wenn du sagst, du machst das, dann wird das. Wir fangen an. Jetzt gibt es die Akustik und nicht nur Akustik wegen dem Ton, sondern natürlich auch wegen dem Optischen, weil wir haben was richtig Cooles gemacht. Das werdet ihr nachher auch noch sehen. Okay, geht nochmal Level. Energy, ja. Wir sind die Einzigen, die stehen. Der Typ, der ist nur am Sitzen, ne? Kaum 30.000 auf TikTok sitzt der Junge, Alter. Das ist Wahnsinn. Kurzer Zwischenstand für euch, Freunde. Die eine Wand steht schon mal. Ich persönlich finde es richtig geil. Komm mal kurz ein Stück näher, dass wir das hier auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen besser. Warte mal, wir gehen lieber hier rüber. So, ich habe mich hier jetzt erstmal verewigt. Das machen wir immer, ja. Also das heißt, so ein kleines, dezentes Error haben wir hier jetzt mal mitgemacht. Aber ansonsten guckt euch mal das Get On My Level an oder hier auch das Gönnergy und so. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Da hat Silenti wirklich einen Mega-Job gemacht. Aber wir haben uns jetzt im Nachhinein noch dafür entschieden, dass wir diesen Rahmen, diese Lücke quasi hinterm Setup auch noch zumachen. Ja? Wir dachten, vielleicht sieht es so cool aus, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir machen es doch zu. Ansonsten ist der Basti da oben immer noch fleißig und bringt die ganzen Hexagons an. Ja? Wir haben hier jetzt die Wand auch noch schon fertig gemacht und einmal hier drüben die Wand. Und ich finde, akustisch, technisch hört man auf jeden Fall schon einen krassen Unterschied. Wir sind aber noch nicht fertig. Da kommt da hinten noch was hin und später auch noch so ein paar kleine einzelne Elemente hier an die Wände. Werdet ihr gleich sehen. Was wir aber jetzt machen oder beziehungsweise die Jungs vom Performance Floor sind schon da, da holen wir jetzt mal kurz jemanden rein. Und zwar haben wir hier den Gianni am Start von Performance Floor. Ist für mich kein unbekanntes Gesicht, weil wir haben ja die Garage gemacht. Genau, richtig. Und ich bin mega happy mit der Garage und ich dachte mir, was ist denn geiler oder was können wir hier besseres machen in so einer riesen Halle? Jetzt machen die dieses Licht da, ja. Wo wir auch Autos in Szene setzen wollen, als so ein Performance Floor. Absolut. Das heißt, wir machen jetzt was? Genau, weil die ganze Halle damit voll. Genau, richtig. Die ganze Halle, volles Programm, volle Hütte mit LED im Boden und. Und die Lampen. Genau, Hexagonlampen oben drauf. Haben wir auch Verstärkung geholt. Ja. Von
Wacker. Die genau. Zeigen wir euch gleich. Die sind hier auch schon übelst am Schaffen und Tun und Machen. Aber ich würde sagen, wir babbeln. Ich finde, das hat schon etwas. Schon cool. Gar nicht viel. Wir machen jetzt erstmal, dass genau. Die Leute auch ein Bild davon kriegen, wie das Ganze aussieht. Genau. Und ja, legen wir los. Sind fleißig, wir kommen auf jeden Fall sehr gut voran. Das nächste, was jetzt gemacht wird, sind hier einmal die schönen Hexagon-Lights. Die kommen auf jeden Fall nochmal höher. Das ist jetzt natürlich erstmal nur zum Dranmachen, weil viele kleine Menschen hier am Arbeiten sind. Aber ihr seht's, ey, wir sind mit so vielen Leuten hier und es läuft alles eigentlich soweit nach Plan. Ja, die ganze Akustik, denkt euch das hier unten erstmal weg, die bleiben da nicht. Aber es geht voran und also, ich finde es jetzt schon wirklich übertrieben geil. Ich habe auch gutes Deo benutzt, Alter. Ich nicht. Basti, die oberen kleinen, die passen auch nicht. Die müssen weiter hoch. War sehr sanft, wenn ich mir den Schweiß wegwische und so. Zeba wisch schon weg. So, Freunde, Tag 3. Wir sind immer noch hier am Vollgas geben. Die Jungs sind erstmal dabei. Der Enis, der ist hier gerade am Anrollen. Ja, die verlegen jetzt den Boden. Ich zeige euch jetzt aber erstmal so einen kleinen aktuellen Stand. Wir gehen mal kurz ein bisschen rum. Ich glaube, an der Akustik erkennt man erstmal schon mal ganz gut, wie krass wir den Hall schon mal wegbekommen haben. Der ist natürlich nicht zu 100% weg. Vor allem, wenn man sich so in Richtung der Halle oder Mitte der Halle besser gesagt bewegt. Wenn wir uns aber, schwenken mal kurz rüber, zu der Wand hier übergehen. Das Get on my Level, das kommt noch weg. Das haben wir jetzt erstmal dran gemacht. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier stehe, was eine krasse Akustik ich eigentlich schon habe. Und das ist ja genau der Bereich, wo Monte später sitzen wird. Wir haben hier oben noch mal ein paar Akustik. Das fand ich bei dem Mikrofon sich irgendwie zweimal aus. Abgehangen, finde ich sehr, sehr geil. Produkttechnisch haben wir tatsächlich gar nicht so viel, aber ein bisschen was hat gefehlt. Monte wollte unbedingt, allein auch um die bestmögliche Tonqualität zu bekommen, Produkte von Shure haben. Hat er gesagt, haben wir gemacht und wir haben... Ja, jetzt kommen diese, ja, Bruder, Schuhe. Hier nicht nur erstmal 5 Arme, was wir damit vorhaben, zeige ich euch noch. Dann haben wir 5-mal das Shure SM7. Ja, Shure SM7B, Alter, das sieht aus, also Ähnlichkeit hat es ein bisschen wie meins. DB, das ist der Nachfolger vom SM7B. Achso, ja, okay. Alles sind irgendwie gleich, Alter. Integrierten Preamp, Vorverstärker. Das heißt, ihr braucht keinen Vorverstärker mehr mit diesem Mikrofon. So ein Preamp kann locker mal mindestens, wenn ihr einen halbwegs guten haben wollt, 100 Euro kosten aufwärts. Und dementsprechend. Ja, 100, also es gibt Shure SM-B oder Shure SM-B, Shure SM-B, BDB, keine Ahnung. Kosten auch finde ich das 100 auch Euro in Art. Schon sehr, sehr nice. Ansonsten haben wir Produkte von SCUF, die zeige ich euch aber später. Noch ein paar Elgato-Produkte, alles drum und dran. Hier haben wir das Mikrofon. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr cool finde, ist, die haben hier an jedem Gelenk quasi so, dass du das Ganze fester ziehen kannst oder halt eben lösen kannst, um das Ganze zu verstellen. Das heißt, wenn man sich einmal die Position ausgesucht hat, dann dreht man die Dinger hier komplett fest und dann bewegt sich auch gar nichts mehr. Also eigentlich sehr, sehr smart gemacht. Das ist jetzt 1 von 5 Mikrofonen. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zum Monte. Wie gesagt, nochmal Möbel holen, nochmal ein bisschen mit was mit dem bequatschen und so weiter, was er denn sich überhaupt vorstellt. Und das Auto holen, dann geht's ins Möbelhaus, dann geht's wieder zurück und dann, wie gesagt, Vollgas. So, also Freunde, wir sind jetzt im ersten Möbelhaus angekommen. Wir schauen uns ein bisschen um. Wir brauchen im besten Fall, das habe ich jetzt vor, so ein Dreier-Element. Dreier-Sofa, dann ein Zweier und einen Einzelnen. Ich glaube, wir haben hier genug Auswahl. Mal gucken, wenn wir was Passendes finden, gebe ich euch nochmal Bescheid. So, wir sind zurück in der Halle, Freunde. Die Möbel sind noch auf dem Auto, aber wir haben hier den Onod von ledbilder.de und der hat uns natürlich auch ein paar geile Sachen gemacht, beziehungsweise ich bin hier angekommen, habe gesagt, ey, wir brauchen 2x2 Meter große LED-Bilder. Du hast da kein Problem, machen wir. Nochmal so ein kleines Highlight, was ich euch auch gleich zeigen will. Vielleicht sieht man es schon so ein bisschen, ja, hier über unseren Köpfen. Ihr macht jetzt noch die LED-Bilder dran, ne? Genau, wir montieren noch die LED-Bilder. Die sind jetzt natürlich Kasten, 2x2 Meter. Die gibt es so im Shop theoretisch nicht, oder? Kann man die auch so im Shop bestellen? Nicht direkt bestellen, sondern einfach auf anfrage@ledbilder.de. Was ist so... Wenn ich jetzt sage, ich brauche 10x10 Meter, kriegst du das hin? Bis 6x6 Meter kriegen wir das in einem Stück hin. Ansonsten bauen wir Custom-Zweiteiler, die man dann zusammensetzt. Geil, okay, also keine Grenzen eigentlich. Wir haben keine Grenzen. Sehr gut. Auf jeden Fall, wir machen das Ding jetzt fertig. Wir machen es erstmal an die Wand. Wir haben noch eine fette Aktion mit ledbilder.de, aber verrate ich euch gleich. Das sieht schon echt heftig. Habe ich schon mal diesen Gönnchen probiert? Also das schmeckt genau dieses Bonbon-Erde. Schon krass.
Was mich gerne freut, so Gönnergy Melone oder so. Ich glaube, es wird. Eine Sache möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen und zwar Displays, oder? Haben wir hier mal einmal ein LED-Bild und hier okay. So ein Canvas-Bild. Kennt ihr alle, ne? So was so quasi auf so einem Rahmen einfach rübergezogen ist. Sieht ja natürlich so an sich ganz geil aus, aber der Unterschied zwischen so einem normalen der kann leuchten. Canvas-Bild und eben einem LED-Bild von ledbilder.de. Boah, ja, das ist schon krass eigentlich. Das hier. Und ich sage euch ganz ehrlich, ja, ihr könnt ja selber mal sagen, das Ding sieht auf jeden Fall um einiges geil aus. Und denkt dran, Freunde, einmalige Aktion, 30% auf die LED-Bilder. So ein 75 zu 50 cm LED-Bild finde ich von der Größe auch eigentlich perfekt fürs Gaming-Zimmer. Ja. Oder 50 mal 50. Mit dem Code RATUN30 bekommt ihr diese einmaligen 30% Rabatt. Checkt das auf jeden Fall ab. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Und ich weiß auch nicht, wie lange diese Aktion noch gehen wird. Abgesehen von den ganzen Schuhprodukten, die ich euch ja schon gezeigt habe, haben wir hier auch sehr, sehr viel von SCUF bekommen. Das hatte ich ja gestern schon im Karton gehabt, wie zum Beispiel einmal den SCUF Envision Pro, ein wirklich sehr, sehr geiler Controller für den PC und sehr viele Pro-Gamer nutzen den auch gerne mittlerweile am PC. Ich auch wirklich, also ich finde den Controller am... Ich finde, ich habe Controller seit fast 2 Jahren nicht mehr irgendwie angefasst, so richtig, weil ich bin nämlich, als mein Controller kaputt war von dieser PlayStation Controller 4, habe ich gar keinen Bock mehr irgendwie zu zocken auf Controller mehr, weil das irgendwie, ich habe keinen Bock irgendwie, ich bin Tastatur gewohnt, aber ja, eigentlich bin ich ein Controllerspieler gewesen, schon seit Kindheit, aber jetzt, mal mit Eltern, mal mit etwas ausprobieren, neue Sachen, aber ja. Gelungensten, aber das ist nur mein Geschmack. Die haben mittlerweile alles. Die haben auch Xbox-Controller. Die haben mittlerweile ganz neu, dazu wird es auf jeden Fall auch noch ein Video auf meinem Kanal geben, einen Mobile-Controller, auch eine richtig coole Sache. Und PlayStation-Controller. Weil der Monde, der wird natürlich am liebsten mit einem PlayStation-Controller spielen. Da haben wir den Reflex. Wir haben quasi alles da. Wir haben Xbox, PlayStation, PC und eben Mobile Controller und die platzieren wir jetzt gleich auch auf den Tisch und ansonsten auch die Mikrofone. Wir kümmern uns jetzt so ein bisschen um den technischen Part. Also, wir haben das jetzt erstmal so gemacht, dass wir es hier an den Tisch befestigt haben. Ich finde es jetzt nicht, bin ich euch ganz ehrlich, ich finde das jetzt noch nicht als optimale Lösung, weil man will ja eigentlich den Tisch ein bisschen frei haben. Wir haben versucht, die Dinger jetzt irgendwie hier an die Seite zu... Oder man baut sich, ja okay, ist ein bisschen so rechts Seiten, so Arm- oder Mikrofonständer und... befestigen, hat jetzt auch erstmal nicht so gut geklappt. Vielleicht holen wir heute noch so Stehstative. Ja, genau, das meinte ich, ja, gut. Mikrofonstative und stellen die dann halt hier nebenan, sodass wir einfach gleich Gedanken, Alter. Krass. Die Mikrofone von außen holen. Das wäre, glaube ich, besser. Ja. Mal optisch einfach einen Tick. Weil wenn man jetzt hier so chillt und so und man will Podcast, auf einmal stellt man sich, ja. Cooler. Ich finde es zwar so jetzt an sich erstmal nicht verkehrt. Jetzt stellt euch vor, hier sitzt jemand, der kann sich das Mikrofon natürlich so hierher holen. Stört jetzt auch nicht unbedingt das Sichtfeld zum Fernseher, also eigentlich gar nicht. Und man kann das ja sowieso noch positionieren, wie man will. Ja, hier, zack. Und dann hat man hier sein Mikrofon, könnte da reinsprechen. Also ich finde es an sich von der Idee her geil, aber ich finde es halt, der Tisch sollte ein bisschen cleaner sein. Deswegen lasst mich mal machen. Wir kriegen da auf jeden Fall noch eine gute Lösung hin. Aber hier kommen auf jeden Fall noch ein paar Shure SM 7 dB sind. Eine kleine Überraschung für euch habe ich natürlich auch noch. Und zwar hat Shure mittlerweile auch, ich sag jetzt mal, diejenigen, die halt eben so ein bisschen einfach die Kontrolle haben wollen, denn ihr habt hier das MV7 Plus. Das ist ein wirklich super gutes Mikrofon. Und ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze entweder über XLR anzuschließen oder USB für Leute, die sich halt nicht auskennen oder kein Interface. Ja, also ich kenne mich aus, aber ich habe kein Interface, das Ding. Also bei meiner hat das irgendwie, sieht man das? Ich glaube, warte mal. Ich glaube, ob man das sehen kann. Warte mal. Sieht man das? Hier. Da kommt dieses Kabel hin. Also was das Shure SMB7 hat. Aber leider habe ich das Interface nicht und das brauche ich. Das kannst du irgendwie, es gibt verschiedene. Unter 100, über 100 und dies, das. Aber schon mehr ein. Dann ist die Qualität so ein bisschen besser und angenehmer. Anstatt wenn man mit USB-Kabel ist. Aber ja. So. Face haben wollen. Und das ganz Geile ist jetzt, Shure hat mir hier eins geschickt für euch, dass ich das Ding verlosen darf. Krass. Alles, was ihr dafür tun müsst, schaut in die Videobeschreibung, da steht alles weitere drin. Das könnte
einem von euch gehören. Freunde, der Plan geht übrigens auf. Wir sitzen hier immer noch in Monte seiner Karre im Pickup und holen jetzt, ich glaube, die S-Klasse ab. Jetzt habe ich dann den Pickup, die S-Klasse, fehlt eigentlich nur noch der Lambo. Und dann haben wir alles gemacht, alles erlebt, alles erreicht im Leben, Freunde. Also ich finde, der Wagen steht mir auf jeden Fall persönlich auch sehr gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall die S-Klasse, die soll ja auch später in der Halle stehen, deswegen haben wir die jetzt abgeholt. Ich hätte gerne den Lambo mitgenommen, aber den darf ich zumindest später, wenn er dann mit dem Lambo kommt, in die Garage fahren. Ja? Ich würde sagen, Freunde, Abmarsch. Warte mal, was sagt er immer? Was? Wiederschauen, reingehauen. Wiederschauen, reingehauen. Das sagt er doch nicht. Raton und sein Team hatten nicht mehr lange Zeit, denn Montana Black war schon bereits auf dem Weg zur Halle. Nicht nur die Autos mussten noch in die neue Streaming-Halle gefahren werden, es mussten außerdem noch viele weitere Kleinigkeiten erledigt werden. Die Mikrofone mussten platziert werden, und zwar so, dass es optisch auch vernünftig aussehen würde. Letzte Korrekturen wurden vollzogen, und so konnte dann auch endlich der Lamborghini reingefahren werden. Es war alles perfekt, und die Aufregung war groß. Wird das alles, was Ratu und sein Team vollbracht haben, Montana Black gefallen? Drei oder fast vier Tage harte Arbeit ist jetzt endlich zu Ende. Das heißt, sie haben da oben nichts getan und so. Ja, okay. Natürlich gibt es so ein paar kleine Bereiche, die... Ich würde lieber hier oben vielleicht so Technik oder... Also okay, das, vielleicht haben die das woanders hingestellt, aber... Wie bauen diese Kabelkanäle und so? Ja, okay, das kann man sich nicht merken, aber DDDs von oben... Wir noch nicht irgendwie perfekt umsetzen konnten, aber das wird im Nachhinein auf jeden Fall noch ausgebessert. Ein paar Kabelkanäle noch zugemacht, ja, ein bisschen Kabel sortiert und so. Hätte ich jetzt das Video gesehen irgendwie, ich habe das ganze Video nicht mal gesehen, ey. Weiter und so fort, aber wir sind jetzt erstmal rein optisch hier komplett fertig, der Plan steht. Und jetzt holen wir gleich den Monte rein, der wartet nämlich schon draußen. Ich bin gespannt, ich würde sagen, für euch, wir rufen ihn erstmal rein und dann gibt es für euch den Hallenporn. Fuck, Alter, jetzt bin ich aufgeregt. Ja, die ganze Zeit habe ich gesagt, das wird ihm, gesagt, das wird geil, das wird ihm gefallen. Ist Kameramann jetzt schon drin oder was? Kameramann ist drin. So, dann würde ich sagen, hereinspaziert. Komm rein, so, schaust dir an. Ich mache Augen zu. Ich, guck mal. Ja, geil. Komm, ja, warte, ich spür dich. Komm rein. Und jetzt mach die Augen auf. Oh. Okay, das ist... Digga. Jetzt kommt ein Körper. Einfach andere Universum schon spannend. Also. Aber ist das echt aufgenommen oder ist das irgendwie von diesem Programm geschnitten oder wie ist das? Weil das sieht gar nicht aus wie so real, also ist krass. Oder einfach Lambo mit Sega. Das ist schon heftig. Ja, ich habe viel mir vorgestellt, aber es sieht wirklich schon richtig geil aus. Und auch von der Akustik ist das echt gut geworden, ne? Ist gut, ne? Oder? Vor allem, wenn du, komm mal her, wir kommen direkt erstmal zu deinem Main-Bereich. Weißt du, was mir als allererstes auffällt, Digga? Ja. Was ich liebe, was bei mir immer Positivität hervorholt. Weißt du, wie das hier riecht? Wie auf der Gamescom. Wie auf der Gamescom, nach Menschen, die schwitzen. Ja, eine Kombination aus Schweiß,
neuen Materialien und Stand. Es riecht richtig nach Gamescom und ich liebe das. Und mir stoßen einige Details sofort ins Auge. Also ich rieche nur Arschritz vom Schwitzen hier, aber ansonsten... Guck mal, was ich dir jetzt auf jeden Fall zeigen will, weil das ist natürlich, das ist ja deine Mainspace. Guck mal, rede und komm immer ein bisschen näher. Ja. Und du merkst, wie das hier schon auf jeden Fall immer mehr abdumpft. Ja, oh, ja. Das sieht schon echt heftig aus. Hast du eigentlich die perfekte Akustik schon fast? Test, ja, super. Wir haben hier überall Akustik angebracht, beziehungsweise Silenti war da. Die haben das hier alles angebracht, genauso wie die Hexagon-Waben hier drüber, dass du da noch mal ein bisschen abgeschattet bist. Ja, das heißt, du kannst aufstehen, du kannst sitzen, du kannst alles Mögliche machen. Hier haben wir dir die schöne, ne, Digga, wolltest du haben. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich sieht unfassbar geil aus, Digga. Geil, das freut mich auf jeden Fall. Unfassbar geil aus. Soll ich dir was sagen? Ich habe viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, sie machen was in der kurzen Zeit und haben es nicht geschafft, aber ihr habt es wirklich geschafft. Das freut mich, also wirklich Respekt. Das freut mich. Ich war sogar selber so ein bisschen, er sagt, ja, Donnerstag sind wir fertig. Ich habe so in meinem Kopf gedacht, Freitag, Samstag oder so. Mhm. Digga, das sieht wirklich Wir haben hier Überstunden gemacht, Alter. So, die Details, hast du schon gesagt? Was ist dir aufgefallen? Die Details sind natürlich das ich will fast sagen, Oldschool-Logo, Get On My Level. Jawohl, das Gönnergy. Das Gönnergy-Logo. Ich hab mich wie Picasso, das muss ich jetzt sagen, habe ich mich hier auch verewigt, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Wenn es dir nicht gefällt, können wir es austauschen. Aber ein Künstler tut auch sein Gemälde unterschreiben. Hundertprozentig, ne? Ja. So, wie gesagt, hier haben wir dann riesengroße LED-Bilder von LED-Bilder. Die kannst du auch, wenn du Bock hast, zukünftig neue Sorten, dann schicken wir die einfach noch. Nee, das ist schon, das ist schon ziemlich cool, weil es einfach mein Baby ist, mein Herzensprojekt. Es war... ich will jetzt keine, ne? Aber es war halt, Gönnergy war ein Projekt aus dem Herzen, wo man Positivität und seine Hoffnung reingestellt hat. Aber jetzt ist es mittlerweile das Herzensprojekt, das Baby von allen. Von allen. Steht ganz, ganz oben. Du hast so den Ahul. Einmal die Maske bitte, ein bisschen runter. Schöne Grüße an Abu, ja, warte. Eine Sache muss ich sagen, ich finde es unfassbar krass, wie der Boden wirkt mit den Lichtern. Mhm. Mit ja, das sieht heftig aus. Kleinen Details hier, auch wenn das eigentlich theoretisch gesehen die Lücken in Anführungszeichen sind. Aber, aber das ist so ein Sternboden quasi, dann genau, zusätzlicher Effekt, ne? Und der Boden macht schon extrem viel her, ne? Finde ich auch, 100%. Und die Farben auf dem Boden, so teilweise fällt dir natürlich auch auf, was wir hier versucht haben mit den Farben. Mhm. Ne? Gönnergy. Finde ich geil, ja. Die Farben, die haben wir hier dann halt so ein bisschen natürlich auch auf den Boden mit eingebracht. Du hast gesagt, du willst hier zocken, Playstation etc. Ich hoffe, weil möbeltechnisch haben wir ja auch so ein bisschen hin und her gehabt. Super. Hatte ich mega Schiss, dass wir seinen Geschmack vielleicht nicht treffen. Ja, Mikrofone haben wir hier am Start, dass, wenn du Bock hast, natürlich hier. Du hattest auch gesagt, du möchtest von Shure die Mikrofone. Ganz wichtige Frage. Auf jeden. Warum? Ich habe, also bei mir, Audio war immer so ein bisschen Mäuschenmeier. Mhm. Das Kleingeld hatte ich. Mhm. Ich habe mir immer das teuerste gefühlt bestellt, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Gerade die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, mein Audio-Setup in meiner ersten eigenen Wohnung und dann unten bei mir im Keller war immer Hall, Brumm. Und dann habe ich ja Lennart, der mittlerweile mein Mitarbeiter ist, kennengelernt, der für Audiotechnik, also das ist sein... Den habe ich mittlerweile auch kennengelernt. Genau, das ist ja sein Beruf, der hat für Film und Serie das gemacht. Und der hat mir dann ein Shure-Mikrofon besorgt. Alles ja, die machen aber beste Mikrofone, muss man so zuviel sagen, das ist einfach... Die kosten auch teuer, also der Preis hat schon einen Wert, eigentlich, das ist schon heftig. Also wenn du etwas brauchst, dann musst du auch investieren. Und ja. Dann habe ich das auch für meinen damaligen Podcast noch benutzt und es hört sich einfach, gut an. Es hört sich einfach, es ist ein Orgasmus für die Ohren. Ja. Ne? Und man muss dazu sagen, anfangs in der Zentrale, ganz ehrlich, das hat auch wirklich, also das war schon Schmutz, tontechnisch. Richtig. Und auch Preis-Leistungs-Verhältnis, was top, du bekommst. Top. Ich meine, nicht umsonst nutzt das jeder größere Streamer, würde ich sagen, ja, ne? Oder auch jeder. Ja, fast jeder. Anstrebende Streamer, der ein bisschen Kleingeld in der Tasche hat, ist schon top. Ich wollte es jetzt einfach nochmal von dir hören. Safe. Wir haben dir natürlich hier 3 Stück platziert. Wir haben sogar noch einen Ersatz. Wollten wir jetzt nicht zu voll stellen, ne? Wenn der Lennart da Bock hat und du sagst, wir brauchen hier noch einen, dann hast du auf jeden Fall noch einen als Reserve. Wir haben dir auch für die Zukunft ein paar Move-Mics von Shure besorgt. Das heißt auch so Ansteckmikrofone, die machst du dir dann dran, kannst du hier frei rumlaufen. Ja. Haben wir dir 2 von besorgt, geil, dass du dann, falls du mal nicht dran denkst, irgendwie die Dinger zurück zum Laden zu stecken, dass du immer vielleicht noch einmal eins Reserve hast mit vollem Akku. Und wir müssen eine Sache noch mal ganz kurz anmerken, für die ganz aufmerksamen Zuschauer. Wo ist denn das zweite Setup? Ja. Ne? Grüße gehen raus an Mifcom, ne? Muss ich an der Stelle mal sagen. wir haben uns am Ende doch dazu entschieden, ein Setup zu benutzen. Ich wollte ein Setup haben, noch, wo ich gemütlich mit Kollegen sitzen kann. Du hast gesagt, das bastel ich dir auch hin mit einem Setup. Genau. Der Grund war einfach, wo ich dir gesagt habe, das macht ja gar keinen Sinn, wenn du jetzt irgendwie die Konsolenecke mit einem zweiten Setup betreibst, dort dann den Stream vielleicht beenden musst, da wieder anmachen musst. Habe ich gesagt, wir können das auch alles an ein Setup verkabeln, das kriegen wir hin. Und
Und dann kannst du einfach nur die Szene wechseln. Gehst hier rüber, ja, zockst. Super, ja? Super. So, geil. Die PlayStation fehlt natürlich noch. Ladestation Was? Haben wir dir schon besorgt. Ja, die wirst du hoffentlich mitbringen. Aber die Ladestation haben wir dir dafür besorgt. Die Controller haben wir von Scuff dir besorgt. Ja. Du bist ja auch so, Scuff findest du ja auch richtig geil, hast du gesagt. Auf jeden Fall, ja. Scuff beste. Bist du mit denen verpartnert? Wäre ich wahrscheinlich schon, wenn ich regelmäßig auf WhatsApp antworten würde. Ja. Okay, also ist da gerade irgendwas im Gange. Weil da der Vertrag ich, ist schon da, ich müsste mir nochmal angucken. Weil da habe ich auch schon was gehört und ich habe es den Leuten natürlich schon vorher gezeigt, aber siehst du ja, wir haben hier geil. Scuff Reflex für die PlayStation. Wir haben auch extra für den PC und das ist ein richtig geiler Controller. Habe ich auch schon zu Hause, ist unfassbar hohe Qualität, ja. Also ich sag dir ehrlich, ich finde find die alle geil, aber das ist die neueste Generation. Das ist Next Level, das ist leider nur PC, aber das ist wirklich Next Level, mega, mega geil. Nochmal Tuch bitte, hier. Nochmal Tuch, ja, warte, ich hab nicht mehr ganz so frisch, aber... Wir können ja hier nochmal ganz kurz was zu der Wand sagen, das wird man in deinem Video leider nicht mehr sehen. Da wird jetzt aber die nächsten Tage ein Kollege kommen und diesen gesamten Bereich noch ansprühen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir machen, es muss ja auch optisch hier irgendwie ein bisschen reinpassen, aber dieser... Also, ich glaube, der wird safe Graffiti oder so. Der gesamte Bereich wird noch besprüht. Genau, richtig, ja. Wird auch fetzen, denke ich, wenn du das so ein bisschen so farblich vielleicht jetzt, kann er sich ja dran orientieren so. Vielleicht auch die LEDs, je nachdem, in welchen Farben du die haben willst. Aber dann kann er das ja vielleicht so ein bisschen mixen. So ein paar Pflanzen haben wir dir ja auch reingestellt. Vielleicht ist so ein bisschen grün auch geil. Ich werde noch mehr von grünen Pflanzen rein. Also ich liebe grünen Pflanzen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Finde ich auch geil. Gibt auch einen schönen Kontrast immer. Grünen Pflanzen, egal wo, kannst du nie zu wenig haben. Ja. Ihr habt ja aber auch kurz mein Haus gesehen. Ich habe alles voller grünen Pflanzen. Ist wirklich geil. Ich stehe auch komplett drauf. Du könntest theoretisch gesehen auch einfach nochmal, theoretisch gesehen oben einfach ein paar wie nennt man die nochmal hier? Nicht Lilien, sondern Efeu. Es gibt künstliches Efeu. Grüße gehen raus an ihn. Er hatte das auf jeden Fall auch erwähnt, so zum Hängen meinst genau, du, Genau, einfach an die Wand hängen. Ist doch egal, ob Plastik oder nicht. Ne? Muss sich nicht drum kümmern, sieht aber gut aus. Ja. Das Einzige, was du auf jeden Fall machen musst, ich meine, ich muss wahrscheinlich nicht nochmal hierher, aber Klimaanlage. Ja. Ist auch schon in Planung, hast du gesagt. Ne? Genau. Weil das auch eine sehr, sehr, sehr oft gestellte Frage war. Vor allem bei meinem Design-Video, wo ich das ja schon mal mit dem Programm gezeigt habe, haben viele gefragt, spätestens im Winter ist er da raus, weil es dann viel zu kalt wird. Ist mir nicht entgangen, ja. Eben, also da, natürlich ist daran auch gedacht und da kommt hier dann eine Klimaanlage bzw. auch ein Heizgerät dann, was beides kann. Genau, also kurze Erklärung dazu. Am Anfang, bin ich ehrlich, habe ich gedacht, ich scheiß da drauf und das wird schon funktionieren. Ja. Wenn es im Winter ein bisschen zu kalt ist, ziehe ich mich einfach ein bisschen dicker an. Dann kann ich auch mal meine ganzen Klamotten oben anziehen, mal wirklich auch die Jacken und die Pullover, die ich alle habe. Ja, mal nutzen, ja. Aber dann habe ich das erste Mal, als das Setup hier schon drin stand von MIFCOM, habe ich einen von den Stühlen selber zusammengebaut und habe ein bisschen bei TikTok nebenbei geleistet. Bruder, abgekackt. Ich war am Öl. Frag mal, wie wir hier haben. Ja, wirklich. Ihr habt auch wirklich das beschissenste Wetter für den Umbau mitgebracht, beziehungsweise bekommen. Und dann, habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Wie machen wir das? Mit Kai, mit meinem super Elektriker-Klimaspezialisten, haben wir dann überlegt, welche Sachen können wir machen. Und ich habe jetzt gerade heute eine Klimaanlage bestellt, also eine mobile Klimaanlage. Eventuell müssen wir auch zwei machen. Wir haben jetzt erstmal eine bestellt, um zu gucken, ob wie viel es bringt. Und vor allen Dingen, wie laut auch eine erstmal ist. Aber das wäre schon cool, wenn das ausreicht. Weil wenn ich dann weiß, okay, ich bin in zwei Stunden hier, wenn es geht, schalte ich sie über Handy an. Und dann läuft die schon mal kalt. Läuft die schon mal kalt und dann laufe ich nicht mit den Schweißperlen rum. Bruder, wieso ölst du so? Bruder, guck mal hier, nix. Überall nichts, das läuft mir alles im Kopf runter. Wenn hinten am Rücken trockener ist, keine Ahnung. Bei mir ist alles fein, aber im Gesicht ist bei mir Katastrophe. Deswegen warte mal ganz kurz, bevor wir weiterreden. Komm mal, also ich sag dir ehrlich, eigentlich hätten wir hier den Streaming-Raum machen müssen. Ne? Guck mal, wie schön kühl. Hier ist schön kühl. Hier ist richtig schön kühl. So, machen wir kurz einen Cut. Hinter den Kulissen, ja. Warte, das schneiden wir raus. Ihr habt die Toilette schon eingeweiht, ich war hier noch nicht scheißen. Der, ich sag jetzt mal. Der hat es mir abgenommen, ich wollte es machen. Nee, ich war hier noch nicht coden. Okay, gut, dann habe ich noch eine letzte Anlaufstelle. Hast du natürlich jetzt schon viel zu gesagt, ne? Aber der Boden von den Jungs, Performance Floor, auch ganz, ganz super. Wichtig. Ich habe dir auch die Garagenbilder von mir gezeigt gehabt. Ja, ja. Und eigentlich, du hast es ja direkt gefeiert, ne? Also, ich will nichts von dem, was hier hängt, kleinreden. Ja. Aber der Boden macht es natürlich, ne? Der Boden ist wirklich der Kracher, Jungs. Also, von hier aus auch nochmal vielen lieben Dank, ne? Das ist wirklich High Quality. Der sieht richtig geil aus, muss ich wirklich sagen. Also, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und was hier halt möglich ist, theoretisch auch farblich noch so viel mehr möglich. Es gibt zigtausend verschiedene Farben. Aber wir dachten bei dir so, das muss ein bisschen schlichter, eleganter. Hatten wir auch drüber gesprochen, ne? So ein bisschen einfach auf Klasse. Ich muss sagen, ich bin ehrlich, als ich die Palette hier stehen sehen habe und diese Plastikstücke, habe ich mir so im ersten Mal gedacht, boah, irgendwie so, ich habe nur so eine Platte gesehen. Plastik darfst du nicht sagen, das ist ganz, ganz empfindlich da drüben. Hochwertiger Kunststoff, nein natürlich, das andere wird ausgeschnitten, Kami. da habe ich gedacht,
das sieht jetzt, haut mich gerade nicht so um. Aber so in real life? Genau, aber jetzt verlegt, genau, gesagt. Richtig. Auch alleine schon der helle Streifen hier auf der Seite und der helle Streifen auf der Seite für die Autos ist hochgradig sexy. Kannst hier reinfahren direkt, parkst die Autos unter den Hexagonlampen und du siehst ja auch allein, guck mal, bei dem jetzt leider nicht so, der wird zwar, die Farbe kommt schön geil raus, ja, aber wie das halt spiegelt, ist halt auch immer richtig sexy, ne, bei dem. Ja, muss ich mir einen neuen Lambo kaufen, geht nicht anders, Digga. Dann machst du neuen Lack drauf, neue Folie oder was auch immer. Nee, sieht ja pervers aus, ne, aber der sticht jetzt auch nochmal richtig krass raus. Bruder, das Auto ist ein Traum. Auf jeden Fall. Ich hatte ja die Ehre. Kurzen Soundcheck haben wir gemacht. Ich hoffe, das ist kein Problem. Das ist nicht schlimm. Das hat hier richtig geil geschippert. Das kann ich niemandem verübeln. Also der Huracan Performante hat wirklich einen unfassbar schönen Klang. Ich liebe das Auto. Es ist, gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Und ist auch das ist ein Markenzeichen. Wie soll ich das sagen? Guck mal, ich bin mir gerade gar nicht sicher, 4 oder 5 Jahre habe ich den mittlerweile. Ich glaube sogar, vier Jahre so lange. Rat mal, wie viele Kilometer? Ich glaube, ich habe drauf geguckt gehabt. Das waren echt sehr wenige. Ich sage 8000 oder 9000. Ne? Nicht mal 8000 Kilometer. Ja, okay, es war, ich sage 6000. Weil gewisse Dinge im Leben sollte man sich besonders halten und dieses Auto wird immer für mich etwas Besonderes bleiben und ich finde das Auto sich, immer man gewöhnt sich zu schnell an lieben, gewisse Dinge, das stimmt. Safe. Das stimmt. Das ist, man muss es realistisch sehen. Das ist das, was früher in meinem Kinderzimmer an der Wand hing und jetzt steht es in meiner eigenen Lagerhalle, weißt du? Ja, normal, ist geil. Das ist schon verrückt. Hast auf jeden Fall dick was auf die Beine gestellt, dementsprechend sei dir alles gegönnt. Ne? Danke, danke. Ich finde es geil, ich fand deine Reaktion mega geil. Wir waren natürlich auch alle sehr, sehr ja, wir wussten natürlich auch nicht, wie Monte reagieren wird, aber ich bin mehr als happy, also wirklich gelungenes Projekt, würde ich sagen. Wahrscheinlich krass, also. Sieht super aus und ich bin am allermeisten, was jetzt gar nicht für die Zuschauer gerade so rüberkommt, vielleicht am heftigsten finde ich aber auch die Akustik. Ja, ja. Die Akustik ist wirklich gut geworden. Das ist mega. Klar, wenn du dich so ein bisschen in die Mitte vom Raum bewegst, dann du hörst halt ein bisschen halt raus, aber wir sind hier auch in der Halle, ne? Das darfst du halt auch nicht vergessen. Aber ja, das ist die Kamera, die brauchen wir später auch noch, die dürfen wir hier nicht vergessen. Und genau, aber sobald du dich halt hier so in die Richtung drehst und nicht unbedingt hier, wirst du ja auch nicht stehen in der Regel. Die Akustik ist super. Die ist brutal gut geworden. Also da auch nochmal dickes, fettes Dankeschön an Silenti. Alles, was ihr gesehen habt, ob Performance Floor natürlich, die Jungs haben sich alle Mühe gegeben, auch Silenti, LED-Bilder. Ihr findet alles, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Checkt es auf jeden Fall gerne ab. Und ansonsten würde ich sagen, danke dir. Ich danke dir. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an deine Jungs. Also wirklich. Also gutes Video hat mir sehr gut gefallen. Also ich gönne ehrlich Montana Black, weil der zieht seit Jahren sein Ding durch. Und also wenn man Montana Black nicht gönnt, dann ist man ehrlich Versager. Egal, ich bin das Video. Lasst ein Like, dann oder und danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss. Sen ani lately shkundi mu spam edhe dhe i treti sanet po ndrojn të munu më koni njeti po jasht jam jam ajo vashiketi lejti shoqet që të thujn si ap lejtis shpejtit harojn si të bojn prer për veti mas leti ishkon mi dhon fun ma para se me pas diçka ma shumë na